Willkommen Leute zur nächsten Folge Minecraft Hexit, nachdem der Server jetzt wieder mal nicht erreichbar war irgendwie, aber zum Glück nur irgendwie für einen Tag und ja, jetzt kann ich wieder drauf und mal gucken, was wir so machen. Ja, wir können auf jeden Fall jetzt hier weitermachen. Ich habe mir aber nicht überlegt genau, was ich jetzt hier anstellen soll und deswegen schauen wir einfach mal, ne? Eine Sache, die ich vielleicht machen könnte, wäre erstmal schlafen, wenn es hier Nacht wäre, ne? Das wäre natürlich wichtig. Aber ansonsten, was kann ich machen? Ich weiß es nicht irgendwie. Also, die Stadt verschönern, ja gut, das geht immer. Da kann ich auch mal gucken, oh, was ist das hier eigentlich? Hat hier jemand das abgebaut? Warum? Frag ich mich. Ja, Streetmaster hat ja irgendwie vorproduziert gehabt, ne? Ein paar Videos. Die müssten jetzt auch schon alle gekommen sein, wenn ihr das Video hier seht von mir. Und ja, das war auf jeden Fall, da hat er wahrscheinlich hier so ein bisschen was gemacht mit dem Eis oder so anscheinend, ich weiß es nicht. Ja, wir gucken auch mal, dass ich vielleicht hier noch so eine Überdachung mache wie da drüben. Das wäre noch ganz gut. Hier zum Beispiel muss unbedingt noch was hin, weil gerade jetzt, wo es schneit, ne, da merkt man wieder, dass das wichtig ist. So, aber man sieht jetzt die Sonne nicht, auch scheiße. Sonst hätte ich jetzt mal gucken können, wann Nacht ist und wann hier das endlich mal weggeht, ne, mit dem Schnee. Naja, ich kann ja nochmal die Sachen setzen, die ich dabei habe. Huch. Warum leckt es jetzt so? Ist mein Spiel abgestürzt? Nee. Hä, warum? Oh Mann, ey. So, ich hoffe mal, das passiert nicht nochmal. Ansonsten gucken wir mal. Wie hoch hatte ich das? Zwei, ich glaube so, ne? Dann war hier so ein Block drauf. Und der Rest war so, genau. Ja, und dann kann ich jetzt erstmal die Slabs über die Felder ziehen. Das wäre erstmal das Wichtigste. Also hier auf der Höhe. Sowas in der Richtung. Ach, scheiße. So, Moment. Dann hier. So, ich denke mal, das passt. Ja, noch einen. Und dann hier ist ja die Begrenzung, okay. Und ja, dann machen wir das mal eben. Ich hoffe mal, das wird was. Zack. Und das hier muss ich nochmal kurz abbauen. So, da oben kann ja dann trotzdem Schnee drauf fallen, ne? Das ist natürlich auch nicht so geil. Aber besser Schnee da drauf als darunter, ne? Das ist auf jeden Fall auch sowas. Gut. Moment. Ich habe eine Idee. Ach so, der erntet gar keine Felder ab. Weil das nicht eigentlich, weil das keine Schaufel eigentlich abbaut, okay. Ja gut, hätte ich jetzt irgendwie vermutet, aber leuchtet eigentlich auch ein, dass es nicht so ist. So. Dann mache ich hier mal das mit der anderen Schaufel weg, damit ich ja nicht den Weg abreiß. So, und dann kann ich jetzt hier schön. Oh, mit der geht es natürlich wesentlich schneller. So, Moment. Mal ein bisschen mit weggraben. So. Und ja, dann muss ich natürlich die Felder nochmal fixen, weil das geht ja so nicht. Und ich brauche sowieso noch neue Slabs. Also das mache ich jetzt erstmal weiter. Ja, ansonsten fällt mir aber irgendwie wenig ein, was ich jetzt irgendwie die nächsten Folgen machen kann. Und ja, ich. Ach ja, das kann die nächste Folge vielleicht mal machen. So ein kleines Thema hätte ich da. Das mache ich aber jetzt nicht mehr, weil die Folge ist mir dafür schon zu fortgeschritten. Nächste Folge kann ich also ein kleines Thema mal ansprechen. Hatten wir hier auch selten in Hexit. Vielleicht mache ich das auch mal öfter. Aber ich habe auch schon so viele andere Formate. Ach, so, lol, als ob ich die Workbench nicht gesehen habe. So. Ja, ich habe schon so viele andere Formate, wo ich immer Themen anspreche. Und ich glaube, es wäre dann ein bisschen zu viel, wenn ich das auch noch in Hexit mache, so. Ich weiß schon manchmal gar nicht, ja, soll ich das Thema jetzt lieber in dem oder in dem Projekt ansprechen? Und wenn ich dann noch Hexe zur Auswahl habe, dann weiß ich ja noch weniger, ne? Und da ist niemandem geholfen. Nee, also ich weiß nicht, ich habe Hexe halt bisher nie so als das Themenprojekt gesehen oder Format. Weil es ja irgendwie immer genug anderen Content gab, so als Mod-Projekt, ne? Da braucht man eben selten Thema. Aber, ja, zum Beispiel bei Vanilla-Projekten ist das immer ein bisschen anders, ne? Da brauchst du schon eher mal was. Wenn du irgendwas anderes Langweiliges machst oder was Monotones, muss ja nicht gleich langweilig sein. Aber zumindest irgendwas, wo du dich, ja, nicht so sehr drauf konzentrieren musst, da bieten sich Themen immer gut ein.
Aber hier muss man sich ja oftmals sehr konzentrieren. Außer vielleicht jetzt mal, wenn ich mal was baue, ne? Obwohl ich natürlich dann auch gucken muss, dass ich es schön mache und so. Das Allgemeine mal gar nicht so einfach dann auch, während man baut, so viel zu reden und so. Ist mir mal aufgefallen. Deswegen, ja, spreche ich so Themen am liebsten an, wenn ich irgendwas ausheben muss oder so. Irgendwelche Steine abbauen oder terraformen am besten. Wo ich einfach nur Blöcke setzen muss und so oder abbauen. Das ist dann immer so das Beste. Und naja. So. Ach so, rutscht nach. Gut. Wollte ich schon wieder nachlegen hier. Okay, wir müssen dann auch mal gucken, dass wir das mit den Fackeln wieder genauso machen wie letztes Mal. Bei dem anderen Feld. Und warte mal, hier, das baue ich mal ab, den Baum. Ach nee. Ach, nein. Nein. Als ob der das ganze Holz jetzt abgebaut hat. Ach, hör mir auf. Was ist denn das jetzt für eine Verarsche? Also, hä? Warum baut denn er so viel ab? Lol. Moment, da wollte ich mal einen Screenshot jetzt machen. So ein Scheiß. Feld überflutet oder so, nenne ich die Folge. Ich werfe mal hier das Holz raus, das passt. So, Moment. Was passt von der Perspektive her? Da muss ich mal. Das ist gar nicht so einfach, so ein Thumbnail zu machen, ne? So. Okay, ich glaube, jetzt war die 66 da unten weg. Na gut, zur Sicherheit mal ein paar mehr gemacht. Aber Alter, das gibt's doch nicht. So, hier, den einen Stonebrick, der kann weg. So, ich mache erstmal hier die, wo das Wasser rausfließt, zu. Ach Mann. Sowas schlägt einer auch immer so zurück. Ach so, da war Holz drin. Okay. Nehme ich mal alles mit und dann hier noch. Zack. So, hier auch noch das ganze Holz vom Baum. Nee, warte mal, das mache ich jetzt nicht mit der Axt. Nee, nochmal falle ich nicht drauf rein. Nicht mehr hier in der Nähe. Oh Mann, ey. So, dann erstmal alles wieder neu setzen. Ja, also wie gesagt, das mit den Fackeln müssen wir dann auch noch gucken. Mal schauen. Und wir sind schon bei fast 8 Minuten. Das gibt's doch gar nicht. Ich guck mal bei dem anderen Feld, mit wegen den Fackeln. Ich dachte eigentlich, wir schaffen heute zwei Felder im besten Fall. Nee, warte mal, bin ich eigentlich dumm? Wieso baue ich das schon wieder mit der Axt ab? So. Dann lieber ein bisschen länger warten. Und schnell weg damit, hier aus der Hotbar. Nicht, dass ich mich wieder verbaue. So, ich glaube, ich hatte das so hier immer. Und dann hier zwei, ne? Genau. Irgendwie so war das. So. Huch. Nee, so nicht. Dahin höchstens. Hä? Was habe ich denn da gemacht? Was ist denn manchmal los mit mir? So, Moment. Da noch und dann. Ah, hier ist auch schon wieder was falsch. Hä? Hier ist noch gar nicht. Ach so. Habe ich das auch mit abgebaut mit der Axt oder was? Weil ich hatte hier, glaube ich, schon was gesetzt. Bin mir gar nicht sicher. So, Moment. Ja, und die ganzen Dinger muss ich natürlich auch noch neu setzen. Die, ne, und so hier. Die Lücken. Ah, zumindest kann ich jetzt erstmal schlafen gehen. Da mache ich das schon mal. Und hole mir eine Stone Hoe oder sowas. So, Moment. Hält man ja nicht aus hier mit dem Scheiß. Das ist nur schneit. Das nervt auf Dauer echt. Das beschränkt nämlich übelst die Sicht. So, Leute, ich habe ja einfach Diamond Hoes, dann nehme ich die doch. Wenn ich sie sonst eh nicht gebrauchen könnte. Ich kann aber mal ein bisschen was rauswerfen noch. Irgendwas, was geht. Ach so, da war nicht hier drin. Kohle kann ja hier rein. Funktioniert hier überhaupt irgendwas mit Shift? So, hier waren Knochen. Wo waren hier Rotten Flesh und sowas?
weiß es gar nicht. Erde kann ja vielleicht noch rein und die Dinger. Aber sonst habe ich ja eigentlich alles, ja, keine Ahnung. Woanders. Die Snowballs, das eine Eisen, das kann ich auch mal durchschmelzen. So. Dann machen wir das noch schnell mit der Hoe. Oh, jetzt dachte ich schon, ich falle aus Versehen jetzt ins Portal. So, aber zum Glück nicht. Huch, was mache ich denn? So rum. Mann, manchmal wirklich geht alles falsch rum im Kopf. So. Boah, hat's wieder rumgebackt. Gibt's doch nicht. So, das müsste genau ausreichen. Das reicht nicht genau aus. Das auch nicht. Toll. Naja, die werfe ich weg. Okay, da haben wir aber jetzt das Feld gefixt und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder und mal sehen, was wir dann so machen. Ja, ist auf jeden Fall ganz cool, dass wir das jetzt hier endlich fertig haben und ja, mal sehen, was wir noch so offen haben hier in der Stadt. Nächste Folge können wir noch ein Feld machen, ich weiß es gar nicht, ich guck gerade mal. Könnte ich theoretisch auch offscreen machen, kurz. Ich glaube, jetzt haben wir aber alle Felder, oder? Ich kann nochmal auf der Minimap gucken. Ich glaube, hier ist kein Feld mehr übrig, nee. Doch, da ist noch eins, das müsste ich noch machen. Okay, und da auch noch, okay, da haben wir noch was zu tun. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.